So, seid gegrüßt. Willkommen bei Phalanx-Stream. Mal wieder eine neue Runde Hogwarts Legacy, Folge 4 müsste es sein. Und dann gehen wir mal weiter nach Hogsmeade. Schauen uns das mal an. Na, sieh an, wer hier ist. Na, wer ist denn da? Hallo Sebastian. Ah, Sebastian ist wieder am Start. Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja. Ja, seit ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf, selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir? Na sicher. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich auch. Danke übrigens. Natürlich. Du bist der Einzige, der mich im Duell besiegt hat. Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten. Ich glaube, meine Kamera bedeckt ein bisschen mehr das Leben. Ich werde es mal ein bisschen zur Seite machen. Seid ihr live dabei? Jetzt geht's. Das Beste der Welt. Apropos Weasley, sie scheint dich echt ins Herz geschlossen zu haben. Wirklich? Das höre ich gerne. Ich bin überrascht, dass Professor Weasley mir etwas anvertraut, so oft wie ich schon nachsitzen musste. Du musst wohl ziemlich oft nachsitzen. Nur so viel, wie nötig ist. Apropos nachsitzen, der Ausflug nach Hogsmeade hat's mir vielleicht erspart. Schön, dass ich helfen konnte. Madame Scribner, die Bibliothekarin, war, wie so oft, hinter mir her. Professor Weasley kam, um mich zu holen und überzeugte die alte Scribner, ich hätte noch was zu tun. Also, wie hast du es dir mit der Bibliothekarin verscherzt? Tja, das liegt wohl an unseren Meinungsverschiedenheiten. Sie ist der Meinung, ich sollte die verbotene Abteilung nicht betreten, aber ich sehe das etwas anders. Oh, einen Moment. Hier kann man gut Florfliegen sammeln. Sie sind hübsch, aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke. Wollen wir mal ein paar einpacken. Bei Merlins Bart, da, aus dem verbotenen Wald. Was passiert denn da? Schau selbst. Beeindruckend, oder? Das Hippogryphen. Sieht man wirklich nicht jeden Tag. Schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Links siehst du den verbotenen Wald. Schüler haben dort keinen Zutritt. Oh, daher der Name. Richtig. Ah. Sie halten ihn für zu gefährlich. Ich finde, sie sollten ah, okay, er ist schon aktiv. Defensiven Fertigkeiten haben. Ah, gleich hinter den Ruinen sieht man schon Hogsmeade.
Da hat man wenigstens mal ein Gefühl, wie weit alle Orte so auseinander liegen. Hattest du schon Gelegenheit, das Schloss zu erkunden? Ein wenig. Es ist geradezu gewaltig. Das stimmt. Ich bin schon 5 Jahre hier und stehe immer noch am Anfang. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Ach so? Irgendwas, das du mit uns teilen möchtest? Irgendwann vielleicht. Ich kann dir schlecht all meine Geheimnisse verraten. Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du so gut im Duellieren geworden bist. Ich fand Testrale, die Kutschen ziehen, immer etwas grausig. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen sie gar nicht sehen. Aber du kannst sie sehen? Leider. Aber du selbst hast auch schon einiges gesehen. Vor allem diesen Drachenangriff. Hoffentlich verläuft dein restliches Jahr ruhiger. Okay, das kann ich nicht. Ah, okay. Mondstein. Schauen wir mal, was wir damit alles anfangen können. Mr. Moon, der Hausmeister von Hogwarts, sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Danny. Oh, Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ja, wollte ich gerade sagen, sie sind ein bisschen besoffen aus. Ein Demigeist? Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Ja. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Mr. Moon ist recht eigen. Meine Schwester Anne mag ihn. Aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Zum Glück haben die nur ein paar Schilder. Ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja, besser gesagt, sie war es. Zurzeit ist sie krank, aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Ehrlich. Wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Es zieht uns hin wie die Motten zum Licht. Ja, sieht auch schick aus. Schöne mittelalter Stadt. Also, wie machen wir's? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja, Diptamsamen. Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Denk daran, hab Spaß. Es ist Hogsmeade. Ja. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Seid gegrüßt. Dann Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran.
dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Klingt nach Hause. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ja, aber da habe ich nicht das nötige Kleingeld für. Rebellion. Ich schau mal ein bisschen hinten bei Ihnen, ne? Haben Sie aber sicher nichts gegen. Was ist das denn für eine Kiste, ey? Okay, so geht's scheinbar nicht. Rebellion. Dich habe ich doch gesehen. Da war auch noch ein fliegendes Buch. Glaube ich, hatte einen schönen Halsbekleidung gefunden. Oh, sieht doch nice aus. Mit schöne Adidas-Streifen, ey. Bin ich ja direkt schnittiger hier. Der schnittige Tulsa. Hm.
So. Wo muss ich nochmal hin? Direkt angezeigt wird's nicht. Aber da muss ich hin. Den Ollivander, den kenne ich doch. An der Meets muss ja schön kurz gekuschelt werden. Bei Merlins prächtigem Bart. Revet, komm wieder. Der Olli. Einen Moment bitte. Der Olli. Olli, ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab. Ja, höchste Zeit. Ja, ich... Allerdings. Höchste Zeit? Sie sind noch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Hm. Mächtiger Kerl. Yeah. 10,5 Zoll? Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Das ist wohl der Falsche. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Das gute Drachenherz. Ach, Herr Gehn. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Alle gute Dinge sind drei, ne? Angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Ah, man kann ihn jetzt faszinierend selbst zusammenstellen. Okay, das ist nice. Wirklich interessant. Faszinierend. Wirklich interessant. Den finde ich nicht schlecht. Ja, dafür muss ein Einhorn sterben. Den will ich nicht unbedingt. Ich glaube. Ah, die Farbe wollte ich noch gucken. Faszinierend. Wirklich interessant. Thank you.
natürlich. Ägyptisch. Schwarzdorn muss auch sein. Ja, den größten muss ich natürlich auch haben. Wirklich interessant. Ich bin Team Phönix. Ah, die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt endgültig ist für das ganze Spiel, aber. Mach ich noch einmal. Faszinierend. Einmal überlegen. Wirklich interessant. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber sehr klassisch auf jeden Fall. Faszinierend. Wirklich interessant. Ich glaube, ich nehme den. Faszinierend. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ja, dann. Dank dir. Ja. Das interessiert mich allerdings. Könnte man bei ihm das nochmal neu machen? Ne, schauen wir nicht. Das sieht nicht danach aus. Ach, vielleicht gibt es ja später noch andere. Der war zu, glaube ich, ne? Ja. Rivelio. Ein bisschen was gönnen muss man sich ja.
Das waren die drei Besen. Scherzartikel. Ich glaube, da muss ich nachher noch hin. Okay. Schön. Ist ja gut, was los. Privilegium. Ah. Viel mehr gibt's hier scheinbar nicht. Alles verschlossen. Da muss man, denke ich mal, ein Schloss-Knack-Skill haben. Willkommen bei Jay Pippins. Ich hab noch einen Schal bekommen. Würde ein bisschen besser zu Slytherin passen. Ist sogar ein Slytherin. Auch momentan würde ich den vielleicht nehmen. Oder haben die irgendwelche? Okay. Keine Eigenschaft angewandt. Okay, die haben dieselbe Wert, aber der eine kann man noch upgraden. Werde ich wohl dann später mal gucken, was man damit machen kann. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei Jay Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Tja, indem du mir die Rezepte gibst. Der gute Powertrank und der Edurus-Trank. Edurus.
Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben? Ja, ich weiß ja noch gar nicht, was ich brauche. Ich sehe auch gerade, ich habe wieder 5 Powertränke. Rebellion. Die magische Rübe. Ach, das war das, glaube ich. Hier. Ja. Warte. Direkt nebenan. Rebellion. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Ja, sicher. Nicht jeder hat das Temperament, ist ja nix, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Und du musst auch arbeiten. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Na, praktisch, dass sie direkt dahinter wohnt. Hat er es nicht sehr weit. Sie, sie suchen was Neues. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Sebastian. Rebellion. Du hast einen Tür auch mit Wurzeln zugemacht. Ist ja klar, dass du nicht rein kannst. Du siehst fast aus wie Sebastian. Wieder so eine. Thank you.
Magische Post. Rebellion. Mumpf. Okay, alles mit fette Schlösser versehen. Okay, da gibt es scheinbar noch andere Sachen. Ja, okay, du bist wieder so einer. Sehr elegant. Können wir mal gucken, was Sebastian zu sagen hat. Ich habe nun alles, was ich benötige. Perfekt. Und? Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Okay. Mann, bist du hässlich. Einmal so ein Riesentroll mitten in der Stadt. Okay, das war ausweichen. Rebellion!
Boom. Oh nein. Bei Merlins Bad. Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Da sicher. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bad. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Ja, ist doch perfekt. Dann haben wir die Folge schön mit dem Trollkampf zu Ende gebracht. Dann verabschiede ich mich jetzt. Lasst ein Abo da. Kommentiert fleißig, wenn ihr Lust habt. Auch wenn es natürlich nur Floskeln sind, ne? Aber ich würde mich freuen. Dann wünsche ich euch noch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Euer Tulsa. Ciao.